Ich würde sagen, wahrscheinlich ist Recap irgend so etwas wie in die Richtung von dem Mascherie-Jodelsong, was es mal gegeben hat, für zeigen, es ist Jodelfest, weil es einerseits sehr modern ist, durch die futuristischen Klänge. Andererseits hat es aber auch sehr starke Schweizer Werte, was ja da zum Beispiel in dem Jodel vertreten ist. Ich habe sehr lange nicht gewusst, was ich machen will. Und ich bin auch eher opportunistisch durch das Leben. Und ich denke, jetzt im Nachhinein ist das auch jeder so. Das Ziel von Recap ist eigentlich, eine Applikation zu haben, also ein Programm, das man aufnehmen kann, Spracherkennung brauchen und nachher mit Hilfe von Spracherkennung Sachen sehr schnell rekapitulieren. Also einerseits Protokoll schneller schreiben, wenn man Wort für Wort Protokoll will, oder auch in Videomaterial einfach gewisse Schlüsselstellen sehr schnell wiederfinden. Also der Hauptgrund ist auch ein gewisser Frust gewesen, denke ich. 2013 wird der erste Schwalliser Teacher Kenner gebaut. Aus Spass und weil ich einfach noch ein bisschen Zeit und Geld habe am Schluss von der Doktorarbeit. Zu meinem Erstaunen hat das relativ gut funktioniert. Und wer hat die Resultate publiziert? Wer hat gewusst, die Technologie ist da? Und nachher ist nichts passiert. Ich meine, der Hauptgrund, warum ich Walliserdeutsch genommen habe, ist, weil ich selber rede. Und, ich habe das Forschungsinstitut, das ich geschafft habe, CIDIAB, das ist ja im Wallis. Und wir haben auch Daten vom Lokalradio im Wallis bekommen. Darum ist das so alles ein bisschen auf der Hand gewesen. Aber wenn man ein Problem probiert zu lesen, ist es sehr interessant, wenn man schon einen von den schwierigsten Dialekten kann funktionierend machen, weil das sind ja alle anderen einfach. Eine Schwierigkeit ist eine akustische Verformung oder eine Verschiebung. Also, das ist das, was ein Computer lernen kann. Maus sagt man zum Beispiel Müs oder Maus, und das ist ja naheliegend, dass Haus Haus oder Hüs ist. Nachher gibt es aber zum Beispiel für das Äpfelrestli, was gibt am Schluss in der Schweiz wahrscheinlich 100 verschiedene Österreichsweise. Und das kann ein Computer ja nicht lernen. Also entweder hat er es in der Datenbank oder er hat es nicht. Seit kurzem. ja, mittlerweile paar die Wochenende frei, aber das ist nicht immer so. Ich glaube, der Welt kann ich fliegen. Weil dann kann man von A nach B, und zwar CO2-neutral. Also für mich persönlich wäre ich No-Gos Investoren mit finanziellen Mitteln aus dubiosen Kreisen. Ich meine, wenn jetzt der Kim zum Beispiel käme und sagte, ich will sämtliche Schüler überwachen und ich will automatisiert herausfinden, wenn jemand schlecht über mich redet, wird das eine Zusammenarbeit, die er nicht würde eingehen. Hingegen, wenn jetzt die Schweizer Polizei kommt und sagt, wir wollen sämtliche Telefonleitungen aus dem Gefängnis überwachen für die Kommunikation von Häftlingen mit der Aussenwelt auf eine Art zu überwachen, dass wir möglichst viele Informationen für zukünftige potenzielle Straftaten zu verhindern können brauchen, dann denke ich, wäre das eher eine anstrebenswerte Zusammenarbeit.